Hallo meine Desperados-Freunde da draußen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Ich danke euch fürs Einschalten. Es geht weiter. Letztes Mal haben wir die drei Männer ohne Namen abgeschlossen. Wir machen heute Schnipsdiwipsdiwups, direkt die Bärenfallen-Drillinge und zack, gehen wir direkt auch rein. Ich hoffe, es geht euch gut, wie immer. Ein kleiner Hinweis auch hier für Neue, die hier gerade einschalten. Ich würde mich freuen über ein Abo eurerseits. Meine Statistik sagt mir, dass 80% Nutzer ohne Abo sind. Dementsprechend nicht vergessen, ein Like und ein Abo setzen. Das wäre zu nett von euch. Aber gehen wir erstmal rein jetzt hier. Das Ufer des mächtigen Mississippi. Der Fluss erlebt täglich tausende Geschichten. Sorgen wir dafür, dass diese hier unterhaltsam wird. Wir wissen alle, wie sehr Mr. Hector seine kleine Bianca liebt. Man kann nur erahnen, was er mit dreien davon machen würde. Warum probieren wir das nicht aus? Sieh dir das Trio dort oben an. Ich bin sicher, meine Klienten wären begeistert, wenn du sie alle auf einmal ausschalten würdest. Wir reden hier natürlich davon, Leute mit Bärenfallen umzulegen. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle anderen Angriffsmöglichkeiten zu entfernen. Oh, Leute. Viel Spaß bei der Jagd, mein Freund. Und nicht vergessen, meine Klienten beobachten dich. Wir können nur Leute mit der Bärenfalle umbringen. Und wir haben nicht mal eine. Sprich, wir können am Anfang effektiv nur ablenken und rumschleichen. Die erste liegt nämlich hier oben. Jetzt geht's. Gehen wir mal auf gut Glück hier erstmal gut Dunst hier los. Ach, da steht ja einer. Ui, den habe ich gar nicht gesehen. Was ist mit dem los, ja? Kein Problem. Woher kommst du denn? Bruder Louis. Oh, woher kommt er denn? Was ist denn jetzt los? Kaum erwarten. Hier unten kommt ja einer angerannt. Ah, das ist ja schon wieder genau mein Level. Dann wart ihr mal. Okay. Wir müssen hinter dem vorbei. Mit Sicherheit. Jetzt mal sehen, geht's. Ob wir. Oh, nee, stopp. Ach, das war dumm. Okay. Los geht's. Okay, wir müssen hinter dem vorbei. Immer noch. Und müssen da oben mit Hector, der aber nicht klettern kann. Wird auch Zeit. Ey! Wie soll ich denn das machen? Augen auf. Wie soll ich denn das machen? Ich muss ja hier einmal komplett rum. Uiuiuiuiui. Oh, das war knapp. Was heißt, das war knapp? Es war einfach verkackt. Hector kann nämlich auch nicht schwimmen. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Und los. Ich meine, ich kann hinter dem herlaufen wie so ein trauriger. Da komme ich nicht hin. Ja, da kommt er nicht hin. Okay, das. Oh shit, der pinkelt ja da. Okay. Sollen wir? So, erstmal hier verstecken, speichern. Oh, der sieht uns, der sieht uns, der sieht uns, der sieht uns, sieht uns, sieht uns. Nein, ja doch. Ah, Hauptsache, er geht ins Wasser? Na, dann lasse ich den da jetzt. Ich muss ja mit Hector hoch. Auf geht's, amigo. Ich bin am Zug. Was denn? Geh erstmal kurz hier rüber. Da muss ich mir was überlegen. Klare Sache. Wie ich. Teufel! Oh. Rein da. Rein da mit dir, Junge. Wie komme ich jetzt. Wird auch Zeit. Mhm. Verstanden. Wenn ich Pech habe, sieht er mich jetzt? Ganz auf blöd. Komm schon. Sehr schön. So.
Jetzt schnappen wir uns erstmal. Kein Problem. Bianca, kehrst du hier zurück? Die erste Bärenfalle. Eine von drei. So. Bereit, Bianca. Okay. Geht klar. Klarer Fall. Das könnte blöd gewesen sein von mir jetzt. Ja, war blöd. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich mich wieder vorbeischleiche. Ja. Na los, amigo. Weil wenn ich Pech habe. Okay, das klappt. Sehr gut. Klarer Fall. Sofort. Wer ist da? Alles klar. So, den einen holen wir jetzt schon mal. Dass der erstmal wegkommt. So. Dass der nicht entdeckt wird. Ich will jetzt ein bisschen aufräumen. Ist. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Kein Problem. So, der latscht jetzt da rein. So, jetzt können wir. Verstanden. Jetzt machen wir mal Lärm. Den? Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Genau, amigo. Schön cool. Ich bin mir da. Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt mit John hier effektiv machen sollen. Da können wir nur ablenken, damit wir. Ganz alter Dreck. Irgendwo was hinwerfen können. Huch, jetzt müssen wir kurz warten, weil er steht da jetzt. Aber Ponchos lassen sich, glaube ich, auch von Pfiffen ja überhaupt nicht anlocken. Los geht's. Glaube ich. So war es, glaube ich, mal. Hector ist da. Jetzt kommt die. Ich mach das Ding schon. Auf geht's, Amigo. Ah, das war blöd. Bianca, kehrst du hier zurück? Kriege ich den noch ungefähr in Radius rein? Aha. Er sieht mich. Na gut, dann mit dir hier hin. Gucken wir mal kurz, ob das den interessiert. Ja, ich sag ja. Dies interessiert die nicht. Also Ponchos können wir damit eigentlich. Weiß ich gar nicht. Der rennt ja dahin. Rennt der in die Falle? Wann rennt der wieder zurück? Oh. Warum steht denn der da jetzt so ewig? Eigentlich stand er genau hier. Fertig. Das Problem. Ah, das war dumm. Aber ich will mal sehen, ob der da theoretisch reinrennen würde. Dann kriegen wir jetzt nämlich gleich einen Alarm geschlagen. Weil er reinrennt und sie sieht, wie er stirbt. Aber der rennt da volle Kralle rein. Das fällt ihm natürlich jetzt auf. Jetzt wird Alarm geschlagen. Jetzt kommen hier wahrscheinlich aus der Höhle oder weiß was ich vorher 1000 Leute. Zusätzlich, die mich jetzt nerven würden. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Weil wenn die mich jetzt einmal hier sehen. Das ist ja alles Alarmzone, ne? Wo kommt denn? Da kommt gar keiner zusätzlich raus, glaube ich, ne? Dann interessiert es mich nicht. Dann interessiert mich das nicht. Aber wenn ich Pech habe, läuft der jetzt genau. Genau durch meinen Busch. Es war so klar, dass mir das jetzt passiert. Schöner Shit. Jetzt müssen wir leider den Alarm nochmal abwarten. Fertig. Ach so. Da. Alarm! Jetzt sollen die erstmal sich hier einen absuchen. Dann sollen sie wieder in ihre Position gehen und dann. Ah ja, gut. So einfach geht's nicht.
Dann lassen wir das hier. Das bringt nichts. Das ist effizient. Überhaupt nicht. Mein eigentlicher Plan war ja, so weit wie möglich an den Rand zu gehen und zu gucken, ob ich den... Wie lange ich hier versteckt bin. Okay, bis hierher, das war gut. Das bedeutet nämlich für mich, ich krieg den hier rüber. Der kommt hier hin und stirbt und sollte eigentlich im Busch fallen. Ach man, warum? Jetzt verstehe ich schon wieder nicht. Fertig. Warum er so eine Probleme hat mit mir. Den Anker kehrst du mir zurück. Ich mach's mit Singstimme. Klarer Fall für Bianca. Bereit der und sofort. Hey! Ach so. Da. Kann er mal ein bisschen näher laufen noch? Ach, jetzt sehen die das wieder. Das ist so lächerlich. Okay, das bringt also gar nichts. Wie ist der Plan? Ich mach's mit Singstimme. Das bringt also wohl oder übel gar nichts. Wo ist denn die zweite Bianca eigentlich gewesen? Oh, im Haus hier drin, ne? Das Problem ist, Hector kann nicht schwimmen. Also muss Hector den Weg über die Brücke. Was wiederum alles überhaupt nichts Gutes bedeutet. Ich glaube, ich muss es eh nochmal anders angehen hier. Dann rolle ich das Feld jetzt von der anderen Seite auf. Weil das nervt mich da. Da ist alles zu eng, da sind zu viele, da wird Alarm ausgelöst, dann kommen da welche. Nee, das bringt's nicht. Wenn ich Pech habe, sitzt nicht. Na los, amigo. Was kann ich da jetzt machen? Könnte warten, bis die wegguckt. Und rüber in den Busch hier. Alles klar. Das schaffe ich auf jeden Fall. Wie weit geht sein Pfiff? Machen wir mal Lärm. Okay, ich könnte hier eine Falle auslegen. Und los, ganz genau, amigo. Mal schön den Kopf runter. Und hoffen, dass die da jetzt so reinläuft. Mann, warum gucken die denn da jetzt immer so rein? Es hat ja sonst immer geklappt. Wie soll ich denn das hier bitte veranstalten? Was gibt's? Kann doch gar nichts machen hier. Auf geht's, amigo. Ich. Jetzt wird's heiß. Was soll ich denn mit Cooper überhaupt? Was soll ich ihn denn hier ablenken jetzt? Ich meine, ich kann ihn natürlich. Ich brauch nur ein paar Sekunden. Das Problem ist sein Pfiff. Schön cool bleiben. Und los. Ich mach's mit Singstimme. Sein Pfiff ist halt viel zu kurz. Also hat so eine geringe Reichweite. Klarer Fall für. Was passiert, wenn ich. Hier lang, amigo. Das nützt alles nichts. Ich kann jetzt die anpfeifen. Los geht's. Und dann? Ich hab jede Menge davon. Kopf oder Zahl. Na los. Wie ist der Plan? Ah, warte mal. Verfolgt die das eigentliche Ziel dann noch? Das ist halt die Frage, ne? Jetzt wird's hart. Ich hab jede Menge davon. Also, wenn sie losläuft. Wechselgeld gefällig. Bin bereit. Aber wie soll ich denn da wegkommen aus der Ecke? Bitte, wie? Los geht's. Augenblick, ich hab jede Menge davon. Die muss dann irgendwie nach hier gucken. Komm mal hier in den Busch rüber. So, sie verfolgt das eigentliche Ziel noch. Okay.
Wollen wir Verstecken spielen? Geh doch noch einen Schritt bitte vor. Komm rauf, Angsthase. Ja, so. Immer noch drauf. Machen wir so. Da bist du ja. Es ist sehr, sehr, sehr mühsam. Auf jeden Fall. Wer, was war, jetzt sehen die sich. Ach so, ich krieg eine Macke. Fall für Bianca. Ich bin da. Okay. So, jetzt muss ich berechnen. Fertig. So. Ich mach's mit Singstimme. Geht klar. Hey, das hab ich gehört. Ach so, da, das war jetzt auch wieder richtig schlau von mir. Fertig. Ihn da hinzustellen. Kopf runter. Auf geht's. Legen wir los. Ich mach's mit Singstimme. Hey, machen wir. Okay, komm ich nicht weg. Auf geht's. Ich kann nur hoffen, dass der da so lang läuft. Alles klar. Ich mach's mit Singstimme. Hey, das hab ich gehört. Das sieht er auch direkt. Auch dämlich. Fertig. Augen auf. Wie soll ich denn jetzt bitte in meine Richtung locken? Erspann. Ich mach's mit Singstimme. Schon unterwegs. Holen wir uns ein. Jetzt machen wir mal Lärm. Hey, das hab ich gehört. Läuft's. Wen haben? Fertig. Der dreht sich nach links um. Klare Sache. Was zum? Also. Holen wir uns ein. Kein Problem. Hey, das hab ich gehört. Was denn? Ja, das Problem ist, es gibt hier halt Ponchos auch noch. Und ich glaube, die sind halt. Ja, das ist halt das größte Problem an der ganzen. An der ganzen Sache. Ich mach's mit Singstimme. Immer wenn man sich hier irgendwo so ein bisschen verstecken kann, geht's noch. Noch. Jetzt machen wir mal Lärm. Schon unterwegs. Ich mach's mit Singstimme. Mal gucken. Er ist drüben. Könnte sein, dass er mich schon vorher sieht. Ja, das war klar. Es war absolut wieder. Kein Problem. Da bist du. Ach, manchmal ist das halt wirklich. Jetzt kommt die. Das Problem ist. Ja, okay. Ein Look ist der. Ja, manchmal ist es halt ein Look ein bisschen dämlich. Könnte ich den ganzen. Auf jeden Fall wird die Mission mich noch einiges an Nerven kosten. In Ordnung. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Machen wir so. Dass wir natürlich hier bestimmt es so vom Spielehersteller haben, dass der das? Mich sieht. Ach so. Ah. Aber genau in sein. Oh ne, steht da nicht. Wie ist der Plan? Der Plan ist jetzt auf jeden Fall anders. Der Plan ist volle Orge wieder rückwärts. Oh, das, die Mission wird so, ganz katastrophal. Wird eine ganz schlimme Katastrophenmission. Ich werde den jetzt, den Running Man hier erstmal. Der rennt bis hier ungefähr. Boah. Das war jetzt wieder mein Untergang, weil der kommt bestimmt gerade wieder zurück. Ich hoffe, ich habe genau noch getroffen. Nein! Ach, ist das schon wieder traurig. Gut, dann anders. Dann bitte hier. So. Hoffentlich, ja, bleibt doch bitte jetzt da einmal stehen. Ah, es war so klar, dass der das jetzt sieht. Oh, wir haben sie. Sucht überall. Überraschung mehr. Na los, amigo. Bitte komm jetzt nicht zurück durch den Busch hier. Gut versteckt. Weiter so. Lasst sie nicht entwischen. Ja, verdammt, wo sind sie?
Augen. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Wir haben sie vertrieben. Wer zahlt nachher? Der läuft hier nämlich halb durch den Busch jetzt. Okay. Ganz genau. Oh mein Gott. Wen ins Eimer Glück gehabt. Bianca kehrt zu mir zurück. So, wenn ich jetzt das schaffe, den hier irgendwie das am äußersten Zipfel. Sie ist bereit. Was gibt's? Der Spar holen wir uns ein. Sombre! Schon unterwegs. Komm, noch ein Stück. Fall um, fall um, fall um, fall um. Sehr gut. So, und den Poncho-Man müssen wir wohl oder übel so erledigen, während er seine Runde hier dreht. Dürfte der da jetzt reinlaufen und dann haben wir wenigstens den Anfang hier weggeklärt. Wunderbar. Bianca, komm zu Hector. Schön cool bleiben. Mhm. Na gut, dann machen wir jetzt noch die sich hier beobachten. Ah, guck mal. Isabel steht hier. Na okay, das wird dann einiges zumindest ablenkungsmäßig nochmal verbessern. Legen wir los. Sehr viel verbessern. Ich mach's mit Singstimmen. Jetzt machen wir mal Lärm. So, wie kriege ich ihn jetzt dazu? Jetzt holen wir uns ein. Bereit, Bianca? Das Problem, das wird er immer sehen jetzt, ne? Klarer ist mir Fall egal. Für Bianca. Jetzt. So, in welche Richtung dreht er sich jetzt? Hey, ich gehört. Dieser Teufel fällt mir nicht. Bewegen. Mann, oh. Wie kriege ich den da jetzt weg? Los, Amigo. Hey, das hab ich gehört. Hä? Hey, du! Okay, das geht auch nicht. Oh, fertig. Dann Was mache ich denn jetzt mit denen? Die können ja mit Cooper da rüber. Was gibt's? Dann könnte ich zwar ablenken für einen Moment. Aber ich kann mich halt nirgendwo verstecken. Geht klar. Jetzt kommt der. Sofort. Ich mach's mit Singstimme. Jetzt wird's heim. Läuft der da zufälligerweise durch den Busch? Ja. Fallen gelegt. Also, ich komme rein. Ich bin am Zug. Jetzt muss ich nur hoffen, dass die. Oh, wie viele da gleich wieder angerannt kommen. Der Mistkerle. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Versteckt. Komm nicht in meinen Busch hier. Gut. Hauptsache Isabel bleibt einfach so stehen, so nach dem Motto, okay. Ja, mach grüß, dann machen wir das so. Wie soll ich denn den da jetzt aber K.O. kriegen? Das verstehe ich jetzt echt nicht mehr. Immer schön den Kopf runter. Wird auch Zeit. Los geht's. Da bist du ja. Holen wir uns ein. Bin da. Jetzt bin ich wieder kräftig verwirrt, was ich machen soll hier. Okay. Kein Problem. Ich kann ihn zwar ablenken, aber was nützt mir das dann? Ganz alter Dreck. Was ist das für ein Lärm? Ich meine, das hält gar nicht so lange. Das ist mein Problem, ne? Ich brauche nur ein paar Sekunden. Verstehe ich nicht. Habe ich was verpasst? Ich komme doch hier sonst nirgendwo hin. Ich komme doch hier nirgendwo rüber. Hä? Jetzt machen wir mal Lärm.
Also den Pfiff hört er effektiv erst hier. Keine Ahnung. Das war ganz alter Dreck. Wechsel der Gefäß. Ja. Ist das so klarer Fall? Noch. Sie ist okay. Bereit. Ja, weiß ich nicht. Noch nur ein paar Sekunden. Mal gucken, ob das so... Bist du denn bereit? Ich mach's mit Singstimme. Okay, das hat nicht geklappt. Nochmal. Ich hab jede Menge davon. Holen wir uns ein. Wer ist da? Was ist der zum Teufel? Bist du? Wieso kann ich denn jetzt Isabelle spielen? Schön, ich brauch nur ein paar Sekunden. Hector ist da. Was für ein Lärm? Ich mach's mit Singstimme. Wer ist da? Verstanden. Warum? Das verstehe ich nicht, ich war doch dann außerhalb. Ich hab hier. Ach komm, Leute. Hier bin ich, Amigo. Ich mach's mit Singstimme. Zeit. Los geht's. Ich komm hier nicht raus. Das kann gar nicht klappen, das verstehe ich nicht. Was ich machen soll. Wie soll ich den denn irgendwie... Ich komme mit Hector nicht rüber mit der Falle? Und Isabel kann ich nicht befreien? Oder kann ich... Ich habe jede Menge davon. Wird auch Zeit. Verstanden. Kann ich Isabel anklicken? Okay, das geht. Das wusste... Ist das dumm? Wer soll denn das ahnen? Also, nee, beim besten Willen nicht. Das Problem ist, ich komme jetzt immer noch nicht mit Hector rüber. Aber was wir jetzt machen können, machen wir in der nächsten Folge. Das schaue ich mir dann das nächste Mal an. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dran und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und goodbye.